Was ist die Feuerwehr heute Abend alarmiert worden? Ja, wir waren am heutigen Abend zum Brand einer Gartenhütte in der Nettelstraße gerufen. Mit unserem Eintreffen haben wir dann festgestellt, dass es sich um einen voll ausgedehnten Brand handelt, eines hölzernen Nebengebäudes im Ausmaß von ca. 50 Quadratmeter. Wir haben dann in weiterer Folge einen sofortigen Löschangriff von der Südseite mit zwei Zehrohren unter Artenschutz und dann in weiterer Folge auch von der Nordseite von der Salzburger Straße ebenfalls mit einem Zehrohr vorgenommen, sodass wir eine Ausbreitung auf die danebenliegenden Hecken und Kühen sowie auf die danebenliegenden Garagen verhindern konnten. Was war von der Feuerwehr im Einsatz? Ja, von der Feuerwehr Wels waren hier 7 Fahrzeuge in Summe mit ca. 30 Mann im Einsatz.